Yo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen und genauer gesagt zweiten Folge zu Let's Show and Giveaway. Ja, 2 von 7 in dieser ersten Staffel. Und ich hab's euch ja gesagt, jetzt wird's ein bisschen neuer. Gut, es gibt von dieser Serie zwar schon 4, 5, 6 Schlag mich tot Teile, aber das Spiel ist trotzdem, dieser erste Teil ist trotzdem erst 5 Jahre alt. Naja. Man kann es auch übertreiben mit der Serienflut. Es ist eine Serie, die sehr unverdient bei mir immer wieder untergeht. Im Grunde interessiert sie mich, im Grunde habe ich Interesse daran. Aber letztendlich komme ich nie dazu, diese Serie zu zocken, weil ich immer anderen Games ja den Vorzug erteile. Und ich habe so das Gefühl, dass gerade was auf meine Festplatte kopiert wird. Ich glaube nicht, dass das für gewöhnlich immer so lange dauert. Hätte ich das im Vorher gewusst, dann hätte ich das erledigt. Tut mir leid. Ihr könnt es eh schon am Titel lesen. Es handelt sich um Assassin's Creed. Es ist für die PlayStation 3. Und im Grunde ist die ganze Serie blind für mich. Also ich kenne so ein bisschen die Spielmechanik, aber selbst gezockt habe ich noch nie. Also doch mal ganz kurz. Und da habe ich die Leute irgendwie alle getötet, die mich angerempelt haben und dann ja, war irgendwie so eine Synchronisationsdingens und ich bin gestorben. Keine Ahnung. Ja, ich weiß, man sollte ja auch nicht einfach sinnlos Leute töten. Das werde ich jetzt nicht machen in diesem Let's Show. Ich werde mich benehmen. Ich werde anständig spielen. Wir werden noch kurz warten. Währenddessen kann ich nämlich noch was sagen. Und zwar, ich wurde gefragt, ja, wie ist denn das jetzt genau? Wann werden denn die Spiele dann verschenkt? Sofort am nächsten Tag dann? Nein, ihr könnt euch unglaublich viel Zeit lassen. Erst wenn die komplette Staffel vorbei ist, das dauert ja noch. Gut, ich werde jetzt die kommenden Tage werde ich öfters was hochladen. Das war jetzt halt nur wegen den Aussetzern und so, hat sich ein bisschen gezogen. Folge 3 und 4 kommt deutlich früher wieder. Das seht ihr ja dann am Uploadplan. Und erst wenn die Staffel vorbei ist, dann fange ich an, Tag für Tag einen Gewinner zu ziehen. Ihr könnt also nach der Staffel noch 7 Tage lang euch mit einem Kommentar Zeit lassen, bis ihr das Spiel Nummer 7 kommentiert. Ja, so da etwa. Oder ihr könnt auch noch, erst wenn ich das 7. Spiel vorstelle, könnt ihr einen Kommentar zum ersten Spiel schreiben. Ja, so in der Art. Und wie gesagt, das Auswahlverfahren ist absolut random. Ich disqualifiziere nur die so sinnfreie Einzeiler. Sowas wie Erster. Oder sowas wie, hab dich lieb. So Zeug wird ignoriert. Ja. So. Jetzt will ich aber spielen. Jetzt weiß ich nämlich nicht mehr, was ich sonst blabbeln soll. Blubbeln. Bläppeln. Assassin's Creed habe ich viele Teile davon. Also ich habe diesen Teil, habe ich sowieso noch einmal in Steam, deswegen werde ich ihn nicht vermissen. Ich habe dann noch diesen zweiten und Brotherhood, glaube ich. Das war's. Na gut. Jetzt fängt es an zu laden, bis man hält. Ja, also wie gesagt, PlayStation 3, der hat jetzt was auf die Festplatte kopiert. Normalerweise werdet ihr wahrscheinlich nur diesen Screen sehen, wenn ihr dann das zweite Mal euer Spiel startet. Hoffe ich zumindest. Ubisoft. Ich verrate mal so viel, von Ubisoft werden wir noch ein Spiel sehen. In dieser ersten Staffel, aber das kommt. Oh, ich glaube, das kommt sogar schon als nächstes. Naja, mal gucken, oder als übernächstes. Abwarten. Ich weiß noch, wo ich die ersten Trailer gesehen habe von dem Spiel. Die Grafik hat mich schon umgehauen, das gebe ich ja zu. Ich bin ja mal gespannt, ob jemand das Spiel überhaupt will. Hat wahrscheinlich schon jeder. Und weg ist er. Das hat schon sehr viel Stil. Aber sag mal, die Farben sind irgendwie komisch, oder? Ist das normal, dass es so farblos aussieht? Ach, bestimmt, so eine Rückblende.
Tja, die perfekte Tarnung, würde ich sagen. Ihr könntet auch alle töten, dann ist er da auch dabei, aber das wäre nicht so human, das machen wir lieber nicht. Assassin's Creed. Ja. Ja, die Farben sehen schon viel gesünder aus, dann wollen wir mal anfangen. Wir machen einfach ein neues Spiel. Das Einzige, was wir können. Ja, fang an. Ich sag's auch mal gleich, also aktueller wie das hier wird's nicht mehr. Alles andere, was in dieser Staffel kommt, wird älter sein. Zum Teil viel älter. Aber nicht unbedingt schlechter. Ja, ganz im Gegenteil. Ii, das ist ja eklig. Ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen, die Torheit und Narrheit. Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach Wind war. Denn in der ganzen Weisheit ist viel Verlust. Muss ich dieses Tutorial machen? Ist wert. Mehr das Land. Okay. Es gibt ein Problem. Ich kann ihn nicht in der Erinnerung verankern. Er Was? Legt die Handlung ab und zieht sich zurück. Bin ich auf Drogen? Versuchen Sie sich zu entspannen. Ja. Ich stabilisiere ihn. Erkennen Sie das Nichts, was Sie sehen, real ist. Nur Bilder aus der Vergangenheit. Ihnen kann nichts passieren. Okay. Aber wenn ihr das sagt, ja, ich. Eine Kugel ist er. Er passt sich an. Das erste Mal ist nie leicht. Es geht schief. Das reicht bis Dürmen. Wir müssen ihn herausholen. Sofort. Ja, holt mich raus. Ich raff eh nix. Wir werden jetzt versuchen, sie da rauszuholen. Ja, bitte. Das ist ja furchtbar. Meine Güte, wird hier an mir rumexperimentiert. Ja, ich kenne die Story so ein bisschen. Jetzt kommt irgendwie so ein Animus, ne? So eine Maschine in der Neuzeit. Ach, keine Ahnung. Das war's auch schon. Alles okay? Ich sagte doch, dass ihm nichts passiert. Schweine! Na, na. Ich habe gerade ihr Leben gerettet. Mein Leben gerettet? Sie haben mich entführt, mich an dieses Ding angeschlossen. Animus. Es ist ein Animus. Ich kenne Sie noch nicht einmal. Warum tun Sie mir das an? Sie haben Infos, die wir benötigen, Mr. Miles. Informationen? Ich bin ein Barkeeper, verdammt. Was wollen Sie von mir? Lernen, wie man einen Martini mixt? Wir wissen, wer Sie sind. Was Sie sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht den Dummen. Wir haben keine Zeit. Sie sind ein Assassine. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht, Sie besitzen etwas, das meine Arbeitgeber haben wollen. Es ist tief in Ihrem Kopf verborgen. Aber ich bin kein Assassine. Nicht mehr. Ja, das steht auch in unseren Akten. Irgendwas von einer Flucht. Sehr zum Glück für uns. Was wollen Sie von mir? Dass Sie tun, was wir Ihnen sagen. Der Animus wird uns helfen, zu finden, was wir suchen. Wenn wir es haben, können Sie gehen. Ich gehe da nicht wieder rein. Dann legen wir Sie ins Koma und machen alleine weiter. Super. Und wenn wir fertig sind, lassen wir Sie sterben. Ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass Sie noch bei Bewusstsein sind, ist, dass es uns viel Zeit erspart. Sie sind verrückt? Also was nun, Mr. Miles? Leben oder sterben? Legen Sie sich hin. Ja, wir haben ja nicht viele Möglichkeiten. Ich will noch nicht sterben. Eine weise Entscheidung. Muss das sein? Wo? Hallo. Wo bin ich? Im Innern des Animus. Das heißt? Ein Projektor, der genetische Erinnerungen in 3D erzeugt. Aha. Genetische Erinnerung? Scheinbar brauchen Sie eine Art Einweisung. Nun gut. Wir fangen ganz einfach an. Was ist eine Erinnerung, Mr. Miles? Eine Aufbereitung früherer Ereignisse. Spezifisch für die Person, die sich daran erinnert. Ja, sicher.
Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Mensch nicht nur seine individuellen Erinnerungen besitzt, sondern auch die seiner Vorfahren? Genetische Erinnerungen, wenn Sie so wollen. Wanderung, Winterschlaf, Fortpflanzung. Woher wissen Tiere, was sie wann und wo tun sollen? Das ist der Instinkt. Jetzt streiten wir uns um Worte, Mr. Miles. Wie Sie es auch nennen, die Tatsache bleibt, diese Wesen verfügen über Wissen, das in ihrer individuellen Erfahrung nicht enthalten ist. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum. Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt. Unsere DNS fungiert als Archiv. Sie enthält nicht nur genetische Baupläne von früheren Generationen, sondern auch deren Erinnerungen. Die Erinnerungen unserer Vorfahren. Und der Animus lässt Sie diese DNS-Daten dekodieren und lesen? Exakt. Aber es geht nicht. Das ist die Erinnerung, auf die wir zugreifen möchten. Aber wenn wir versuchen, sie zu aktivieren, zieht sich Ihr Geist zurück. Ihnen fehlt das Vertrauen, in den Körper Ihres Ahnen zu schlüpfen. Das ist auch eben passiert. Sie wurden aus der Zielerinnerung gestoßen und kehrten zurück in einen stabileren Zustand. Warum? Ihr Unterbewusstsein. Es wehrt sich. Wir haben ähnliche Reaktionen bei Patienten festgestellt, die hypnotisiert werden, um traumatische Vorfälle wieder zu erleben. Wir müssen vorsichtig sein. Und auch dann gibt es Probleme. Und was machen wir jetzt? Wir finden eine Erinnerung, die Sie akzeptieren können. Sie werden sich daran gewöhnen. Langsam aber sicher. Noch näher kommen wir nicht ran. Also müssen wir hier anfangen. Ich lade jetzt das Einführungsprogramm. Ist ja ganz nett gemacht, diese Story mit diesen früheren Leben. Das gefällt mir eigentlich. Ist eine interessante Theorie. So. Achso, das war nur der Ladebildschirm. Warnung, Datenstrom instabil. Versuche, Synchronität wiederherzustellen. Ja, mach mal. Hallo, versuche währenddessen. 17. Dieses Tutorial wurde erstellt, damit Sie sich besser mit der Steuerung des Animus vertraut machen können. Ich möchte aber spielen. Anweisungen folgen in Kürze. Nein, ich will spielen, also richtig in die Welt und so. Kann ich das nicht abbrechen? Moment mal, ich guck mal. Ich möchte eigentlich gleich ins Spiel. Wenn ich da nichts kann, ist es meine Schuld, okay? Aber es sieht schlechter aus. Spiel beenden, Option. Oh Mann, sind das miese Säcke. Blitzbalken zeigt, wie synchron Sie mit den Erinnerungen Ihres Ahnen sind. Falls Sie jemals asynchron werden, stellt der Animus die letzte synchrone Position wieder her. Es droht eine komplette Desynchronisierung. Bitte befolgen Sie die kommenden Anweisungen, um die Systemstabilität wiederherzustellen. Ja, hopp, mach hinne. Gib mir der Stabilität. Animus benutzt ein Puppenspielerkonzept, um die Aktionen Ihres Ahnen zu steuern. Echt? Ich lade Subroutinen, um die Anpassung Ihres Körpers an den Animus zu überprüfen. Wir beginnen damit, die Standardaktionen aller Eingaben kennenzulernen. Wenn Sie stillstehen, benutzen Sie die Kopftaste, um Ihre Umgebung zu erkunden. Okay. Ja, bin ich toll. Ja. Ja, okay. Ich kann mich umsehen. Ja, ich kann's. Ihre leere Hand, um durch die Krugträger zu gelangen. Okay. Ohne, dass Sie Ihre Krüge fallen lassen. Sie müssen aufpassen. Gehen Sie nichts dafür. Um die Synchronisierung. Okay, wir machen langsam. Wir sind artig. Kann jemand da durch? Ups, Entschuldigung, Entschuldigung! Entschuldigung, ich war's nicht. Was denn? Ich hab Kreis gedrückt! Leicht stoßen mit Kreis. Drücken und halten. Ach so, halten! Ja, Mensch, das muss man mir auch sagen. Ja, ich weiß, ihr habt's mir gesagt, also geschrieben. Ja, dann ist ja einfach. Ja, da, ich weiß nicht, bei so einem Spiel ist es wie bei GTA, da will man nur Scheiße machen, finde ich. Naja. Ich stehe halt drauf, irgendwie. Der Animus unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen Modi. Unauffällig und auffällig. Unauffällige Aktionen sind sozial akzeptabel. Auffällige Aktionen sind eher actionorientiert. Mhm. Halten Sie die Modustaste auffällig gedrückt, um zu sehen, wie Ihr Heads-Up-Display den Kontext der Puppenspielereingaben verändert. Okay. Exzellent. Oh Mann. Oh, den zerschlag ich jetzt. Wir setzen die Synchronisierung fort, indem wir einige auffällige Aktionen testen. Yeah. Greifen und werfen Sie dieses Individuum gegen die Markierung,
indem sie die leere Handtaste im auffälligen Modus benutzen. Ja. Gut. Habe ich toll gemacht, ne? Benutzen Sie die Beintaste im auffälligen Modus, um zu sprinten. Sprinten ist sehr. Das habe ich schon x-mal gemacht, hey. Ein flüchtendes Ziel einzuholen. Ja. Passen Sie aber auf, nicht mit jemandem zusammenzustoßen. Mach ich doch nicht. Sie könnten stolpern und zu Boden fallen. Okay. Sprinten und erreichen Sie die Markierung vor diesem Mann. Mhm. Ja, hopp. Yay! Gut gemacht. Der Animus versorgt Sie mit weiteren wichtigen Informationen. Das Symbol sozialer Status gibt Ihnen Aufschluss über Ihren Zustand. Die unterschiedlichen Zustände werden bald im Kontext erklärt. Aha. Dieses Symbol erscheint, wenn ein Soldat Sie ansieht. Die gelbe Farbe bedeutet, dass der Soldat sich Ihrer entweder nicht bewusst oder misstrauisch ist. Um die Zustandsänderung zu illustrieren, greifen Sie diesen Soldaten nun unauffällig an. Schalten Sie ihn zunächst als Ziel auf. Okay. Und wählen Sie Ihre verborgene Klinge. Welche die? Keine Ahnung. Gehen Sie mit ausgewählter Klinge zu dem Soldaten und drücken Sie auf die Waffenhandtaste, um ihn zu töten. Mhm. Das war ja einfach. Ich war's nicht. Ist der jetzt böse? Wer hat das getan? Zeigt euch! Tja, siehst du mal, ich komme gar nicht. Ah gut, der nächste. Die kann ich Leiche auch? Hat den Soldaten alarmiert und seinen Zustand auf informiert geändert, wie die rote Zeugenanzeige zeigt. Aggressive Aktionen und sozial inakzeptables Verhalten werden nun höchstwahrscheinlich zu einer bewaffneten Reaktion führen. Provozieren Sie den Soldaten. Ich soll ihn leicht stoßen oder was? Okay. Hey du! Das war ich! Ich war das, klar! Kapiert? Der Status auf entdeckt verändert hat. Benutzen Sie nun die Leiter und versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen. Okay, tschüss. Ja, ich soll vielleicht schnell machen, ich weiß. Ich hab die Ruhe weg. Ja, einfach mal. Was, fallen lassen? Nee, wollen wir nicht. Aua! Ey! Okay, ich beeile mich vielleicht doch. Komm, wie geht beeilen? So geht. Ja, ich hab's ja schon. Ganz cool. Exzellent. Der Sichtkontakt wurde unterbrochen. Ja. Rennen Sie zum Dachgarten, um sich zu verstecken. Hatte ich gerade vor, aber du unterbrichst mich ja wieder. Gut. So. Ihr Status zeigt an, dass Sie versteckt sind, aber der Soldat immer noch nach Ihnen sucht. Warten Sie, bis sich Ihr Status erneut ändert. Wenn er clever wäre, ne? Das wird doch zu nichts. Ein bisschen was von Metal Gear, ne? So ein bisschen. Sneaking halt. Gut gemacht. Der Soldat hat Ihre Spur verloren. Sie sind wieder anonym und können Ihr Versteck verlassen. Super. Darf ich jetzt spielen? Ach, da oben links sehe ich ja. Ich brauche noch 4 Balken. Das ist fast wie beim Handy, ne? Dass man endlich mal anrufen kann, braucht man halt ein paar Balken. Was? Ach so, raus hier, ja. Durch Anonymität füllen Sie Ihren Synchronitätsbalken und erleichtern sich Ihre Aufgaben als Assassine. Okay. Es gibt verschiedene Orte, an denen Sie sich verstecken können. Aber Sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen, bevor Sie in einem Versteck verschwinden können. Ja, doch. Ich kann mir schon denken, wie man sich verstecken kann. Ist gut jetzt. Ja, sind tolle Beispiele. Die verkaufen einen für dumm. Was soll denn jetzt, Mann? Sehen wir uns nun das Untertauchen an. Mit der Beintaste im Modus unauffällig können Sie untertauchen. Sie können einen Gelehrten imitieren, um unbemerkt an Soldaten vorbeizukommen. Tun Sie das jetzt, um die Markierung hinter dem Soldaten zu erreichen. Lolo, ich bin so brav, ich bete. Ich bin gar nicht auffällig. Am liebsten würde ich jetzt, ne, so mit dem Dolch reinrammen und dann. Naja, das mache ich heute nicht, nein. Nun, da Sie synchron sind, verfügen Sie über eine neue Fähigkeit. Yay. Dieser sechste Sinn namens Adlerauge hat Ihrem Ahnen geholfen, die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verstehen.
Okay. Will ich sehen. Ah. Cool. Jetzt weiß ich, bös, lieb, neutral. Cool. Das Adlerauge steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie völlig synchron sind. Bedenken Sie, um synchron zu bleiben, sollten Sie dem Credo der Assassinen, der Lebensart Ihres Ahnen, folgen. Das Credo hat drei Gebote. Erstens, verletzen Sie nie einen Unschuldigen. Zweitens, bleiben Sie diskret. Drittens, gefährden Sie die Bruderschaft nicht. Okay. Wenn Sie an Synchronität verlieren, können Sie diese wiederherstellen, indem Sie Schlüsselmomente im Leben Ihres Ahnen nachempfinden oder indem Sie das Credo befolgen. Gut. Sie haben das Tutorial erfolgreich beendet. Ja, ein Glück. Der stabilste Gedächtnisabschnitt wird nun geladen. Okay, Freunde, das Vorgeplänkel ist endlich erledigt, hoffe ich doch mal. Jetzt geht's richtig los und ich werde, wie gesagt, brav sein. Ich werde keine Unschuldigen töten. Ich werde einfach mal so richtig jetzt noch so, ja, 20 Minuten so richtig rum sneaken. Es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. Exzellenter Streich. Das Glück ist eurer Klinge hold. Nicht Glück. Geschick. Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr. Er wird euch lehren zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt, nur dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Ja, mein Gott. Das ist unsere Mission. Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. Ja, und damit sind wir endlich im Spiel. Können anfangen. Wir haben das Adlerauge. Komm, das gucken wir uns gleich mal an. Du bist blau. Ach, wer hätte es gedacht. Kann ich das wieder ausstellen? Ja. Bleibt jetzt automatisch an, okay. Und wir können untertauchen. Jut. Wir sind natürlich jetzt noch nicht in dieser bombastischen Stadt. Erstmal so ein bisschen rumlunzen und ja, Erinnerungsabschnitt nicht verfügbar. Ist ja gut. Ja, ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr von Assassin's Creed haltet. Nicht nur von Teil 1, sondern von, allgemein von der Serie. Wie findet ihr das eigentlich, wenn wirklich fast Jahr zu Jahr ein neues Spiel kommt? Drücken und halten, sehen, um sich zu... Ja. Ach ja, stimmt, da kann man ja alles so super toll und einfach machen. Ohne Angst zu haben, irgendwo runterzufliegen. Ist ja alles so easy peasy. Genau, daran erinnere ich mich. Hey, bang, bang. Das sieht halt so richtig geil geschmeidig aus, ne? Das muss man schon sagen. Also, geht locker von der Hand. Hi. Oh, der ist böse. Ich glaube, ich muss ihn töten, oder? Jo, ich werde ihn töten, denke ich mal. Warte mal, wie ging das mit L1? Nee. Ach, ich gehe einfach mal zu ihm hin, mal gucken, was passiert. Ja, das wollte ich doch machen, L1. Ihr Disser, ihr. Ja, ist ja gut. Genau das wollte ich machen. Ich brauche eure Hilfe nicht. Jodele. Wie, der hat nichts dabei? Na gut, falsches Spiel. Dort. Das muss der Schrein sein. Nein, doch nicht. Die Bundeslade. Seid nicht dumm. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Schweigt! Da kommt jemand! Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben, desto eher können wir uns um diese Schakale aus Massiav kümmern. Robert de Sable. Sein Leben gehört mir. Nein! Wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Zurückhaltung, Altair! Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon zwei Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auch die dritte. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch. Sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. Was spielen wir da eigentlich für einen eingebildeten Arsch? Unfassbar, der Kerl. Naja, Alter, ihr. Ja, dann wollen wir uns das mal angucken, ne? Ach, da ist eine Leiter.
Die benutzen wir doch gleich mal. Geht, so, geht ja auch ein bisschen schneller hier. Und da ist noch eine Leiter. Ich glaube, wahrscheinlich würden wir auch keinen Fall Damage erleiden, aber ich gehe lieber nur mal sicher. Jodele, hallihallo. Oh. Offener Kampf jetzt? Echt? Wollt ihr das wirklich? Ja. Wahrscheinlich. Na dann. Ich könnte ja beten kommen, vielleicht. Nein, ich hab's mir schon fast gedacht. Nicht die Einzigen hier. Ah. Nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Ja. Also, was ist euer Begehr? Nix, ich gehe. Das Ziel erfassen? Nee, Mann, warum so aggressiv? Können wir nicht reden? Komm, wir gehen einfach. Der will verhandeln, ey. Also, das ist voll der Arsch. Na, wenn dann... Nein, naja, darf ich nicht. So. Unauffälliges Attentat. Oder drücken und halten Sie R1 und drücken... Oh, komm, dann machen wir gleich was Auffälliges, oder? Blut. Nein, ich... Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Ich schone euch nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das Heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle des Todes. Autsch. Männer, das war nicht, ne? Zu den Waffen. Okay, ich glaube, wir müssen abhauen. Wo müssen wir hin? Ach, immer den Regalen nach. Ach, ich... Ja, ja. Schon klar, wir gehen da nach oben, ja. Ich höre jetzt übrigens schon die Hälfte von euch maulen, wie schlecht doch die deutsche Synchro ist. Und ich gebe euch diesmal sogar recht. Ja, ich bin normalerweise ja einer, der die deutschen Synchronisationen gerne mal verteidigt, aber in dem Fall geht das echt nicht. Das ist ja furchtbar. Ach, unser alter ihr, hey. Was der nicht alles kann. Wahnsinn. Klettert wie ein Weltmeister. Komm, als ob du auf die Dinger da angewiesen bist. Machst doch eh alles im Schlaf hier. So. Ah, jetzt mal ein bisschen Aussicht genießen hier, endlich. Gedächtnisabschnitte werden übersprungen. Okay. Dann schick mich mal dahin, wo es spannend wird. Bitte. Lieber Animus. Ich werde auch ganz synchron bleiben. Versprochen. Jetzt mach! Mensch! Diese Ladenzeiten hier. Geht auf dem PC bestimmt schneller mittlerweile. Ich hab schon die versteckte Klinge hier. Nein, es wird zu hell. Hallo, da sind wir ja endlich in der echten Welt. Yay! Ihr seid zurück. Ja. Wie schön, euch unverletzt zu sehen. Ich hoffe, eure Mission war ein Erfolg. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja. Immer die Nase in seinen Büchern. Er wartet schon auf euch. Ich danke euch, Bruder. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch. Und ungefähr so weit habe ich dann gespielt, bei meinen ersten Assassin's Creed-Erfahrungen. Ich habe dann, einfach weil es Spaß macht, angefangen, die Leute zu erdolchen und so. Die lagen dann so rum, das fand ich lustig, dann bin ich weggerannt. Und dann war ich asynchron, dann hatte ich keine Lust mehr. Naja, wie gesagt, ich bin heute lieb, ich weiß allerdings nicht, wo ich hin soll. Gibt's hier was zu kaufen? Hallo? Was ist denn hier so? Hast du was für mich? Ihr seid ja nicht gerade gesprächig. Okay, ich werde mal die Kreistaste gedrückt halten, so nach dem Motto, ich, stoß alle liebevoll weg. Hi, kann ich mich durchsetzen? Ich glaube, man kann sich setzen, gell? Was bringt das jetzt? Momentan nichts. Ich glaube, da kann man Gespräche töten. Hey, wie sie einen verführen. Man könnte jetzt einfach so den Typ töten, aber warum sollte ich? Huch, Entschuldigung. Entschuldigung. Oder ich könnte mich... Na, ich könnte mich jetzt auch mal auffällig verhalten. Da leuchtet es eh schon gelb. Ich habe gar nichts Schlimmes gemacht. Jetzt beruhigt euch mal. Ich glaube, ich sollte mal eine Runde beten. Das Ding bleibt gelb. Ach, egal, ich laufe einfach weiter. Wenn sie mich dumm anmachen, dann renne ich halt weg. Oder ich gehe da rein. Kann ich mich total auffällig verstecken? Warum ja, wenn ich das wollte. Ja, warum tut ihr das? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich selbst nicht. Wo renne ich denn hin? Ach, die Stadt ist so unglaublich groß. Ich glaube, ich werde jetzt mal anfangen, hier blöd rumzuklettern. Mal schauen. Mir eine Übersicht schaffen. Ich könnte ja einfach meinem Zielpunkt da unten links mal versuchen zu folgen. Genau das mache ich jetzt. Jemand soll den aufhalten, bevor er sich verletzt? Wieso? Ich renne doch nur wild rum. Ich passe schon auf mich auf, keine Angst. So. Ah, die Grafik ist schon geil.
Da oben muss ich vielleicht hin, ich weiß es nicht. Könnte mein Ziel sein. Muss aber nicht. Na gut, gehen wir zum Ziel. Wir wollen noch irgendwas erleben, was Spannendes. Deswegen mache ich jetzt schnell. Mir egal, was die Leute davon halten. Ich werde auch versuchen, nicht zu rempeln. Versprochen. Bin ich noch richtig? Nee. Ach, komm. Willst du wirklich da runter? Kann er da runter? Nee, das kann er nicht, oder? Fallen lassen. Aber du willst doch jetzt nicht ernsthaft... Okay, ja. Ich hätte mir eigentlich denken können, dass da die Welt zu Ende ist. Entschuldigung. Ich wollte es nur mal versuchen, Menno. Hätte ja sein können, dass wir dann ein bisschen schwimmen können und... Ja, ihr seht es. Ich bin einfach ein falscher Typ für so ein Spiel. Ich weiß nicht. Ich will dann diese Bewegungsmöglichkeit, die Freiheiten einfach zu sehr ausspielen. So. Was haben wir jetzt gemacht, finde ich? Nee, nee, ich will hier keinen visieren. Ich will rennen. Und diesmal möchte ich zu meinem Ziel rennen. Ich werde jetzt versuchen, keinen Blödsinn zu machen. Ah, ich weiß ja gar nicht, wo ich lang soll, ey. Ich habe doch keine Ahnung. Da ist eine Leiter. Ja, die Leiter ist nur zierte, Alter. Ihr macht ja nichts draus. Ich verstehe dich. So, was ist denn da oben? Was ist denn das? Ach so, ein Schornstein. Oh, mystisch. Ach komm. Ach komm schon. Du kannst ja auch gar nichts. Ah, doch, er kann's. Tja, ich kann's halt im Gegensatz zu dir. Jetzt laufe ich wieder den Weg, aber da war doch eine Sackgasse, oder? Na, mal gucken. Was machst du denn? Du sollst da weiter. Vielleicht da lang? Was ist es hier? Nee, da werde ich nicht weiterkommen. Wir könnten einfach stinknormal regulär laufen. Ohne, dass wir irgendeinen Blödsinn machen, oder? Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung, bin besoffen. das ist nicht so lustig. Vielleicht mal da weiter. Warum ist der in solcher Eile? Ja, ich hab's halt eilig, mein Gott. Nee, da komme ich dann wieder dahin, wo ich... Nee, da war nix. Ach, ist egal, dann finde ich das Ziel halt nicht. Habe ich eine Map? Warte mal, ich kann ja mal gucken, was es sonst noch so gibt. Eine Karte, ja. Eine Karte. Ah, und jetzt macht das Ganze schon ein bisschen mehr Sinn. Wenn ich da ein bisschen weiter geradeaus laufe und dann nach links, dann müsste ich hinkommen. Wunderbar. Schauen wir doch mal. Jetzt bald nach links. So. Hey, so weit war ich in dem Spiel noch nie. Ihr müsst mich loben. Was ist denn? Yay! Ich hab mir das doch gleich gedacht. Das ist so groß und auffällig. All das, was ich nicht sein soll in diesem Spiel. Aber ich, wie gesagt, also ich will es jetzt nicht fertig machen oder so. Ich mag es eigentlich. Wenn ich mich drauf einlassen würde, dann würde es mir gefallen. Definitiv. Aber ich weiß nicht. Bei mir haben halt Horrorspiele und Rollenspiele meistens den Vorrang. Und gerade so Action-Adventure-Zeug hat es immer unglaublich schwer. Ah, endlich kehrt er zurück. Ja. Abbas, wo sind die anderen? Seid ihr vorausgeritten, um zuerst zurück zu sein? Ich weiß, ihr teilt euren Ruhm nur ungern. Schweigen ist eine andere Form der Zustimmung. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Der Meister schickt mich. Er wartet in der Bibliothek. Beeilt euch. Sicher könnt ihr es nicht erwarten, seine Stiefel zu lecken. Noch ein Wort und meine Klinge bringt euch zum Schweigen. Dafür haben wir später noch Zeit. Bruder. Bruder. Jo. Waffenverbot. In der Festung dürfen Waffen nur im Trainingsring benutzt werden. Okay. Ich bin ja heute mal so nett. Ich wollte eh keinen töten heute. Der Meister erwartet euch. Ja, ich bin schon auf dem Weg zu ihm. Meister, Meister. Ich hoffe, ich laufe auch richtig. Ach, komm, renn noch ein bisschen. Meister? Seid ihr hier? Hm. Ah. Altair, Meister. Tretet vor. Erzählt mir von eurer Mission. Ich vertraue darauf, dass ihr den Schatz der Templer geborgen habt. Es gab Schwierigkeiten, Meister. Robert de Sable war nicht allein. Wann verläuft es jemals wie geplant? Unsere Fähigkeit zur Anpassung macht uns zu dem, was wir sind.
Dieses Mal hat es nicht gereicht. Wie meint ihr? Ich habe versagt. Der Schatz? Ist verloren. Und Robert? Geflohen. Ich schickte euch, meinen besten Mann, um eine Mission zu erfüllen, die wichtiger war als alle davor. Und ihr kehrt zurück mit nichts als Entschuldigungen und Ausflüchten? Ich... Sprecht nicht weiter! Kein Wort mehr! Das habe ich nicht erwartet. Wir müssen eine neue Truppe zusammenstellen. Ich schwöre, ich werde ihn finden. Ich gehe und... Nein! Ihr werdet gar nichts tun. Ihr habt genug angerichtet. Wo sind Malik und Kadar? Tot. Nein! Nicht tot. Malik? Ich lebe wenigstens noch. Und euer Bruder? Erschlagen. Wegen euch! Robert trieb mich aus dem Raum. Es gab keinen Weg zurück. Ich konnte nichts tun. Weil ihr meine Warnungen in den Wind geschlagen habt. Es hätte vermieden werden können. Und mein Bruder... Mein Bruder könnte noch leben. Eure Arroganz hätte uns beinahe den Sieg gekostet. Beinahe? Ich habe, woran euer Günstling scheiterte. Hier. Nehmt es. Obwohl es scheint, als wäre ich mit mehr als nur ihrem Schatz zurück. Meister, wir werden angegriffen. Robert de Sable belagert das Dorf vor Massiaf. Also sucht er den Kampf. Nun gut, ich werde ihn nicht abweisen. Geht, sagt es den anderen. Die Festung muss vorbereitet werden. Was euch angeht, Altair, unser Gespräch wird warten müssen. Geht zum Dorf. Vernichtet die Angreifer. Vertreibt sie aus unserer Heimat. So wird es geschehen. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Yay, finde ich aber nett von euch. Jetzt können wir noch ein bisschen Action hier machen. Ich wollte zwar heute keinen mehr töten, aber bitte, wenn ihr drauf besteht. Wo sind sie? Bist du böse? Altair, gut, dass ihr da seid. Wir brauchen Hilfe. Was ist geschehen? Templer. Sie griffen das Dorf an. Die meisten von uns konnten entkommen. Die meisten, aber nicht alle. Was also soll ich tun? Lenkt die Templer ab. Beschäftigt sie und ich rette die, die noch dort festsitzen. Wie ihr wünscht. Okay, klingt nach einem Plan. Checkpoint erreicht. Yay! So, wo sind sie denn? Waffen. Was oben? Fäuste. Links und rechts Wurfmesser. Rechts. Ah, rechts Schwert. Okay, jetzt hab ich's verstanden. Oben ist... Okay, gut. Dann ist rechts wohl das, was ich jetzt gleich brauchen werde. Gut, ich kann im Grunde alles gebrauchen, aber ich will das Schwert haben. Ja, ich will das Schwert. So. Jetzt habe ich das Schwert. Ja, jetzt habe ich das Schwert. Sehr schön. Bin ich mal gespannt, wie das Kampfsystem an sich ist. Das habe ich ja noch gar nie, Ja, spring runter, Mann. Warte mal, wenn ich hier schnell mache, dann... Jesus, Kinners! Ab ins Getümmel hier! Boing! Okay, es hat vielleicht ein bisschen wehgetan. Tötet den Assassinen! Gebt den Weg frei! Kampfmodus! Yay! Drücken Sie allein, um den Kampfmodus zu aktivieren und zu verlassen. Alles klar. Ja, ist ja gut. Ey, ey, ey. Immer mit der Ruhe. So. Drücken und halten Sie die R1, um Angriffe abzuwehren. Dies ist die Verteidigungsstellung. Alles klar. Na komm, dann mache ich halt mal so ein... Ah ja, so funktioniert das. Okay. Oh, schön. Okay, das will ich nochmal probieren. Nee, nee, komm, nochmal. Starker Angriff. Also so, okay, cool. Gefällt mir. Schönes Kampfsystem. Au! Was ist denn? Hallo? Drücken und halten Sie. Ja, mache ich doch. Ah, ja, ich verstehe. Gefällt mir. Das finde ich wirklich gut, dass die da... Okay, das war's anscheinend erstmal. Steck die Klinge ein. Nee, verbeten ist jetzt keine Zeit mehr. Dafür hast du schon genug zu... viel Blödsinn gemacht. Mein Cursor sagt mir, ich soll hier hin. Okay. Ich muss schon wieder kämpfen. Ja, komm. Ah, schön, wie er auch über den anderen Gegner dann so automatisch geht. Gefällt mir.
Ach, schick, ja. Doch, das hat was. Ach, Mensch. Irgendwie tut's mir leid, dass ich dem Spiel noch nie eine Chance gegeben habe. Irgendwie. Aber irgendwann spiele ich es. Ich hab's ja immer noch, wie gesagt. Ich hab's ja immer noch. So. Ich muss da unten hin. Es muss schnell gehen. Alle Leute sind in Aufruhr. Und hier sind die nächsten Feinde. Und der hat mir einen Lebensbalken abgezogen. Beziehungsweise einen Synkbalken. Jetzt kann ich mein Adlerauge nicht mehr machen, das ich eh nie benutze. Was soll's? Krumms. Elegant, Alter, hier. Elegant. Und da ist der Nächste. Kabooms. So. Weiter geht's. Ich müsste eigentlich schon gleich aufhören. Nee, andere Richtung. Da lang. Vielleicht noch bis zur nächsten Zwischensequenz. Dann wollen wir mal gucken. Hi. Was war denn das, hä? Was hast denn du da gemacht? Bist du böse? Tschüss. So. Ich lauf falsch, oder? Was? Zurück? Ehrlich? Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Okay. Hi! Du bist doch wichtig, oder? Bist du nicht der Meister? Meister, kann ich dich töten? Stoß dich mal. Meh. Meh. Meister. Hey, Meister. Meister. Hey. Meister. Was willst du? Komm her. Komm her. Okay, ich höre schon auf. Ach, Mann. Was soll ich machen? Was soll ich mir angucken? Da hinten irgendjemand, oder? Ne, ich muss irgendwie runter. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin soll. Ich habe zwei Ziele, sehe ich gerade. Och, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, tut mir leid. Okay, Leute, bevor ich noch mehr Blödsinn mache, ich glaube, ich höre jetzt auf, oder? Ja, wir werden an dieser Stelle dieses Let's Show beenden. Ihr merkt ja schon, es ist reines Spielkind in mir. Aber es ist ein schönes Spiel, es ist eine schöne Serie. Ich persönlich, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, finde es nicht so gut, wenn man Jahr für Jahr das nächste Spiel raushämmert. Ich finde, da kann man sich ruhig mal ein bisschen mehr Zeit lassen. Vielleicht ein bisschen mehr Innovation. Das wird ja bei Assassin's Creed gerne mal bemängelt. Gut, ich glaube, beim neueren Teil jetzt nicht so extremst, aber gerade zwischen Teil 2 und dieses Brotherhood, da kam es einem fast schon so wie nur so ein Update vor. Gut, ich will jetzt nicht die Hater auf mich ziehen oder so, die Assassin's Creed-Fanatiker. Ist nur meine persönliche Meinung. Ich finde, so ein paar Jahre länger Zeit nehmen und dafür ein richtig neues Spielgefühl, aber trotzdem natürlich noch mit den beliebten Elementen, aber sinnvoll, innovativ, neu gemacht. Das ist so meine Vorstellung von der Fortsetzung. Aber soll jeder machen, wie er es gern hätte. Zweifellos ist die Assassin's Creed-Serie richtig gut. Sie gefällt mir. Und Teil 1, ja, irgendwann werde ich schon noch spielen. Und ja, ihr kennt's bestimmt eh schon längst und wenn nicht, dann ja, ich bin gespannt. Eure Meinung, euer Feedback, danke dafür und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Show and Giveaway.